So, welcome back hier beim Rausbeschleunigen von Kurve 1. Wir sind im dritten und letzten Part. Wir sind übrigens auch Dritter. Und wir haben, glaube ich, noch sehr gute Chancen. Wir haben gute Chancen für einen Treppchenplatz. Zwar. Oder Podiumsplatz. Zwar auf der mittleren Position. Und das ist nicht Platz 2. Alter, warum gehe ich denn hier in den dritten? Übrigens, ich habe gerade bisschen Schiss, dass im Hintergrund der Postmann klingelt mit Dirt Rally 2.0 Deluxe Edition in der Hand. Und ich es nicht höre, weil ich hier meinen muss, die Zeit mit LMP fahren zu überbrücken. Aber was ist denn hier wieder für eine Gang, die sich hier aufstaut? Das ist gut, die blockieren sich ja alle gegenseitig. Und der Toyota von uns ist jetzt genauso krass wie wir. Das heißt, er hat jetzt keinen 300.000 km/h Vorteil auf der Geraden, wie der C9. Das heißt wiederum, wir können dranbleiben. Vielleicht sogar noch in der laufenden Runde attackieren. Oh shit, okay. Wollen den Toyota überholen wie den einen Toyota davor an der gleichen Stelle, aber leider nein, leider gar nicht. Aber dafür hier, heieiei, das ging gut. Oh, Mazda 787B ist erst Zweiter jetzt, aber der war Erster. Aber das ist das Gute, wenn die sich hier alle gegenseitig blockieren. Nutznießer. Aber wir müssen nochmal in die Box. Das ist problematisch, oder? Ja doch, wir müssen nochmal in die Box. Und ich glaube, dann können wir nochmal die weichere Reifenmischung wählen. Oh, der 18 Ultra, den wir gerade überholt haben. Ich glaube, die Kurve, die wir gerade durchfahren sind, speziell der letzte Sektor, wäre, glaube ich, einfacher mit dem R18, da der R18 ja ein Rechtslenker ist. Man dann, sag ich mal, quer übers Auto besser rüber gucken kann. Weil halt dieser dicke Säule nicht im Weg ist. Ah, der 18 sieht schon geil aus, wa? Ich glaube, der 18 war auch Startschussgeber für diese krassen Heckleuchten, die so mega tronmäßig aussehen. Aber auch allgemein die. Oh nein, oh nein, nein, nein. AstroTurf. Aber auch die Frontlichter vom R18 hinter uns, das sieht einfach so super aus. Da kann einfach keine LMP der heutigen Zeit noch mithalten. Das war damals schon eine super tolle Zeit. Und natürlich, das waren Dieselfahrzeuge. Holy shit. Ohne Elektrofähigkeit. Also, das ist ja. Eieiei, Hexenwerk. Ne, Teufelswerk. Ich sag euch, Leute, holt euch alle ein LMP-Hybridfahrzeug. Ich meine, die können sogar aus der Box, die starten immer aus der Box rein elektrisch. Das ist super. Ich meine, das ist eigentlich ein tolles Konzept für zu Hause, oder? Wenn man dann irgendwie aus der Garage, aus dem Haus raus Elektro startet und dann auf der Autobahn hier nochmal den Benziner anschaltet. Das wäre doch super. Lenk, mein Junge. Nein, nicht zu viel. So, was sagt unser Tank? Wo ist unser Tank? Da ist unser Tank. Wir gehen da mal hin. 3 Runden noch. Oh, wir kriegen perfekt 3 Runden hin. Oh, das heißt wir... Oh, die super weichen Reifen kommen noch mal zum Einsatz. Das wird ja ein Hit, Leute. Das wird ja ein richtiger Hit. Dann heißt es nochmal hier Road to 1,20er Zeit.
Ich muss echt sagen, die Strecke gefällt mir. Wie gesagt, der letzte Sektor, den kann man ruhig sprengen. Aber sonst ist das eine tolle Strecke. Ich hätte zwar die Haarnadel ein bisschen mehr gefeiert zu fahren. Aber sonst ist das eine tolle Strecke. Oh shit, zu eng genommen. Überrundungskandidat, wer ist das da vor uns? Oh, das ist der McLaren, der wird gleich mit uns mithalten können. Der wird uns gleich richtig auf den Sack gehen. Also auf den Kartoffelsack. Ich weiß ja nicht, was ihr gedacht habt. Ah, zwei Runden noch. Das passt ja super mit dem Benzin. Toll, ohne Sparmodus. Ah, warum gehe ich nochmal Gas, ich Idiot? Das ist so die übliche Simracer-Krankheit. So, ich bremse auch. Ich bin noch ein bisschen zu langsam. Da könnte ich nochmal Gas geben, auch zu schnell. Und dann nochmal die Kurve verkackt. Aber der McLaren, der hört sich echt super an. Hörte sich super an. Er ist jetzt meilenweit hinter uns. Ha, ganz hinten. Oh, der kommt, Leute, der kommt. Oh, shit. Gefangen. Ich sag ja, dieser Körper, wenn man den falsch erwischt, ist... Ah, ist der verkackt. Kaiser, puh, 94, vielen Dank. Ja, man muss sich auch bedanken bei den Leuten, die sagen, hey, ich drück dir den Gefällt mir-Button. Übrigens, Leute, unter diesem Video, rechts unter der Videoecke, kann man auch Gefällt mir drücken, beziehungsweise Like drücken. Kostet nichts, tut kein weh, ist kein Bezahlabo. Leute, tut es doch einfach, aber nur, wenn euch dieses Video gefällt. Wenn nicht, seid kulant, drückt trotzdem drauf. Seid mal nett. Gönnt mal was. Na, wie gesagt, ne? Ist freiwilliger Basis. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr auch gerne mal den Dislike-Button drücken. Aber dann müsst ihr auch reinschreiben in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Weil sonst, ne, bringt das ja nichts. Stell mir gerade vor. Ist mir komplett. Oh, vielen Dank hier. Kackperu 94. Ich stelle mir gerade vor, so Rach der Restaurant-Tester. Stell mir vor, der wäre wie die YouTuber oder wie die Like- und Dislike-Verhältnisse. Er geht rein in ein Restaurant. Seid einfach nur, probiert was, sagt. Mach ich nicht. Gefällt mir nicht. Ist kacke. Und geht dann wieder. Und die Leute wissen dann nicht so, ja, aber was war denn jetzt kacke? So. Wir brauchen Informationen. War ein spanisches Restaurant. Deshalb, ne? Gerne liken, wenn euch was gefällt, aber auch wenn euch was nicht gefällt. Auch gerne mal in die. Wir müssen in die Box! Oh, das war knapp. Das war fucking nochmal knapp. Oh, Handy. Oder was war das? Aber stellt mal vor, ey. Das wäre so super. Also super lustig. Oh fuck, habe ich gerade scheiße getankt? Müsst du gleich nochmal in die Box? Wie gesagt, aber, ne, jetzt sage ich zum 70. Mal, wie gesagt. Aber Leute, wie gesagt, wenn euch was nicht gefällt, schreibt ruhig in die Kommentare, was euch nicht gefallen oder was euch besonders gut gefallen hat. Kann man ja auch mal machen. Oh, shit. Ah, wir haben noch Vorsprung. Das ist super. Also, kein Druck. Oh Gott, leichten Druck. 3,3 ist jetzt nicht so viel. Einmal scheiße auf den AstroTurf aufkommen. Und schon ist die Suppe gelöffelt.
So Leute, jetzt kommen die 1.21er Zeit. Okay, ja, wir beginnen jetzt erstmal damit. Hoher 1.21er. Ich muss da erstmal wieder reinkommen in den super tollen Flow. Oh nein, wir haben jetzt gleich Sonntagsfahrer vor uns. Und den McLaren mal ganz entspannt auf der Außenbahn überholt. Das Ding hat direkt gefühlt schon 70 PS mehr. Das ist ja echt super. Das Ding geht echt mehr, viel mehr ab. Holy shit. Turbo. Oh, zu viel Turbo. Ja doch, wir müssen nicht mehr tanken. Okay, das ist super. Haben wir Glück gehabt. Oder? Nee, wir müssen nicht mehr tanken. Oder doch? Nee, müssen wir nicht mehr. Alles super. Oh, 1,22. 1,22,8. Oh, okay, das geht noch viel besser. Aber wir hätten ja auch den Quersteher. Das war ja komplett skandalös. Oh, da tankt jemand 4 Liter. Schneller Splash and Dash. Oh, die Schikane haben wir aber richtig toll genommen. Da kann man sich ja mal selbst loben. Das war schon gut. War okay. Oh, viel zu langsam. Ich dachte, der bleibt in. Und zieht nie nach außen. Wie ein Verrückter. So, letzte Runde. Jetzt wird hier nochmal richtig hier Hammer-Time veranstaltet. Oh, die Runde ist ja richtig kacke von der Zeit. Eieiei, das war nicht gut. Aber dafür jetzt, Leute, jetzt. Schnallt euch an. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Okay, die Kurve haben wir gerade echt kacke genommen. Ja, das war alles noch Curb da hinten. Also wirklich Curb. Ohne Shit. Ah, shit. Nein, nicht schon wieder. Oh, shit. Es hätte eine gute Runde werden können, aber dann wurde es komplett kacke. Oh, Mann, ey. So habe ich mich... Diese Runde symbolisiert einfach jeden Schultest in meiner gesamten Lebenskarriere. Kacke vorbereitet, dann gutes Gefühl gehabt und dann voll verkackt. Aber wir sind Erster geworden. Es hat gereicht. Siege 1. Beste Platzierung Gold. Toll. Das war doch gut. Oh, sind wir der einzigste Deutsche, der hier in Japanesien gefahren ist? Na gut. Aber erster. 400.000 nehmen wir gerne. Und unseren Glücksrad kriegen wir auch noch. Sehr gut. Ich hätte einmal den... oh, warte mal. Die Replay speichern.
Aber ich hätte jetzt ganz gerne mal den. Ich habe übrigens letztens den BMW M3 GT3 bekommen. Wunderbärchen. Aber was hatte ich jetzt. Ich hätte gerne den. Leute, ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass wir den. Was kriegen wir denn? Den Porsche 997 kriegen. Let's go! Der Porsche 997. Ihr seht sich aber, ich habe die Hände gehoben. Also jetzt nicht mehr. Jetzt nur noch eine Hand. Also die linke, nicht die falsche. So, jetzt. Beide Hände sind gehoben. Und der Porsche ist nicht dabei. Er wird der Nissan GT-R Facelift Kawasaki Modell. Ja, hallo, guten Tag, Nissan. Hi, ja, ja, nett. Premium Edition 2017. Es gibt, glaube ich, mittlerweile ein 2018 oder 2019er Facelift Modell. Der ist nochmal ein bisschen besser aus. Schade, dass es den nicht im Spiel gibt. Aber den 2017er nehmen wir auch ganz gerne. Ich glaube, den habe ich schon. Wir müssen nochmal schnell das recherchieren. Wo haben wir den? Einmal unter N filtern. Nissan. SLS. Nissan. Oh, das ist. Oh Gott. Oh, oh. Sehr schönes Auto. Kacke zu fahren, aber sehr schönes Auto. Eieiei, wo ist. Da, hallo. Oh, den haben wir schon. Na egal, das wird jetzt wegdeleted. Wie mache ich das? Hier mache ich das. So, jetzt, Leute, jetzt kommt ein Hit. Wenn ein Geschenkauto aus der Garage gelöscht ist, können Sie es nicht erneut erhalten. Sind Sie sicher, dass Sie es löschen möchten? Ja. Übrigens, was habe ich letztens bekommen? Warte, dann müssen wir nochmal kurz ein bisschen hoch. Hier. Den habe ich bekommen, habe es rausgelöscht, weil ich den schon hatte, und dann habe ich den bekommen. Also, ne, dieses, hey, wenn sie es löschen, dann kriegen sie es nicht mehr. Das ist Humbug. Das ist komplett Quatsch. Das ist Beschiss. Aber Leute, ich würde behaupten, das Video ist vorbei. Deshalb wünsche ich euch, by the way, einen sehr schönen Tag. Und Leute, ich bin jetzt raus. Haut rein. Bye bye and have a great time. Bye, have a great time.